Ich grüße euch alle. Hier habe ich Zwiebel, dann Putenbrust im Streifen geschnitten, Pinienkerne, Reis mit Möhren schon fortgekocht, Petersilie, Rosenwasser, Joghurt, dann habe ich hier Peperoni scharf, Knoblauch, hier ist Tahina, das ist Sesammus, Salz, Pfeffer schwarz, Kreuzkümmel und Boxhornklee. Das ist ein orientalisches Gericht, machen wir gemeinsam. So, hier habe ich eine kleine Pfanne. Als erstes machen wir die Pinienkerne drin. Pinienkerne müssen wir anrösten ohne Fett, die haben genug Fett. Dann daneben stelle ich eine große Pfanne und dann machen wir gemeinsam. Olivenöl. Und Putenbrust rein. Braten von allen Seiten. Dann darauf roten Zwiebeln. Und die Pinienkerne, jetzt haben schöne Farbe, ich stehe hier beiseite. Jetzt machen wir Knoblauch. Nubi. Darauf. So. Jetzt kommen die Gewürze, den Peperoni scharf drauf, Pfeffer, Kreuzkümmel, Boxhornklee und dann Salz, meine Lieben. Und dann wird nochmal so angebraten, leicht. So, jetzt wird etwas Rosenwasser gelöscht. Das ist so eine Note, eine orientalische. Da musst du unbedingt gruppieren. Und kommt die Tahina, den Sesammus, alles hier rauf. Den spüle ich jetzt mit etwas Wasser. Und dann darauf auch. Wird jetzt zusammen so gerührt. Jetzt auf schwache Hitze. So, jetzt haben wir unseren Joghurt. Dann machen wir Joghurt runter, darf nicht mehr. Und toll auf. Toll aufkochen darf er nicht mehr, sonst geht der Joghurt ab. So, meine Lieben, so sieht dann aus. So, jetzt machen wir unsere Petersilie rein. Oh, das sieht gut aus. Das ist schön. Lassen wir nur leicht köcheln, ganz leicht. So, jetzt nehmen wir Pinienkerne, machen wir alles rein. Man muss viel Pinienkerne rein. Wird das so gerührt. Oh, sieht gut aus. So, unsere Pfanne hier ist schon fertig. Mal probieren. Geschmack orientalisch perfekt.
Wir schieben den beiseite. Jetzt müssen wir uns kümmern um den Reis in die gleiche Pfanne, wo die Pinienkerne. Wollen wir um den Reis kümmern. In Pfanne Olivenöl reinmachen. Und diesen Reis ist abgekocht mit Möhren. Auch rein. Machen wir alles rein. Jetzt machen wir darauf ein paar Ras El Hanout drauf. Das marokkanische gemischte Gewürz. Mit alles, mit Pfeffer, mit Salz, mit Kreuzkümmel. Und wird das Reis jetzt zusammen dann gerührt. Nehmen wir etwas Wasser, was im Topf war. Machen wir hier zum leicht ablöschen damit. Dann machen wir darauf Salz. Und ein Stück Butter. Und so sieht das aus, unsere orientalische Putenbrust geschnetzelt mit Pinienkerne. Das daneben Reis, ich richte das ein und zeige ich euch, wie das aussieht. Und voilà, so sieht es aus. So lecker mit Pinienkerne und so. Lasst euch schmecken. Könnt ihr so wie dem machen. Freue ich mich auf das nächste Video. Alles Gute. Danke fürs Zuschauen.